Hallo und damit herzlich willkommen zu einer Mein Waschbär bewegt seinen Mund nicht Folge. Jetzt kommt er. So, also hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit Mediaman gleich. Jo, und es ist mal wieder Daily Shop News und Combo Masteries Zeit. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier in die Kommentare rein. Beste Abo Strommi! Beste Karten ne? Kill mit Kombi Halloween? Halloween? Oder Waffen? Mach weiter so. Kostüm meinst du? Also Verkleidung. Ja. Selbstverständlich. Das ist dann der Devil Hank. Ja. Ist mega geil. Also erstmal vielen, vielen Dank, Strommi, dass du wieder da bist. Bei uns auf dem Kanal. Tom, der Fan, was ist dieses Swole, wo man die Teile für Mythics bekommt? Das ist ein Special Event, der ziemlich heftig ist. Also die Stärksten bekommen da vielleicht von einer Mythic, sage ich mal, so um die 200 Mythic Fragments zusammen im ersten Durchgang. Bedeutet, das ist ein Special Event. Müsste auch ein Video dazu bei uns auf dem Kanal zu finden sein. So, dann haben wir das nächste. Gib halt gleich 3 Kekse als Erziehung, auch von Tom der Fan. Ha, meinst du, mit 3 Keksen kann man mich erziehen? Das funktioniert aber nicht. Nee. Da brauchst du mindestens 4 dafür. Nein, Quatsch. Mit 3 Keksen kriegst du mich aber nicht, du. Wie läuft das jetzt mit der Gilde? Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Siege vorbei ist und dann können wir schauen, wer da nicht mitgemacht hat, wer nicht brav und artig gewesen ist. So, also. Sparst du deine Münzen oder gibst du sie direkt aus? Ich spare die Münzen auf jeden Fall und ja, das ist... So, dann haben wir noch einen Kommentar. Ich spare immer und dann mache ich ein großes Pack-Opening, weil, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit eben deutlich viel höher, dass du auch legendäre Karten zusammenbekommst und so weiter und so fort. So, jetzt gucken wir mal hier noch. Jonas Bock, ein neues Mitglied bei uns in der Throwdown-Community. Zweiter, und wie lange spielst du schon? Ja, seitdem das Spiel raus ist, also seit knapp 2 Jahren. Und wie farme ich am besten XP und bist ein cooler YouTuber, feier dich mega. Erstmal vielen, vielen Dank für das Lob. Wie farme ich am besten XP? Ja, halt alles mitmachen, ne? Die Arena-Fights machen jeden Tag, Abenteuer machen, Herausforderungen und nach Möglichkeit immer aktiv mit am Ball bleiben. So, ja, dann sind wir hier auch schon durch die Kommentare durch. Dann schauen wir hier mal in Mamas altmodische Geheimnisschatulle rein. Da ist dann nach wie vor hier der Brian. Und dann sind wir auch schon im Shop angelangt. Dann gucken wir mal hier, was sie aktuell... Mythic Boomhauer, wobei, weil man schon feststellt, so schlecht ist der Mythic Boomhauer ja nicht. Also er ist jetzt nicht der Oberbringer, ist jetzt nicht die Mega-Mythic, aber ist auch nicht so mega schlecht. Also... ist irgendwo mittendrin. Nachrichten-Tina heißt das Ding jetzt. Wieso denn Nachrichten-Tina? Da haben sie einen Fehler gemacht. Das ist doch Eugene Belcher. Diorama-Gene. Das ist nicht die News-Tina. Was haben sie denn da? Nachrichten-Tina. Congregate. Das heißt nicht Nachrichten-Tina. Das ist der Diorama-Gene. Oder Diorama-Gene. Oder wie auch immer, dass man auch am besten auf Deutsch dann benennt. Oh Gott. Neil Goldman, Dr. Cahill und Eugene Belcher. Auf jeden Fall ein interessanter. Ich kenne mich mit einem Spiel besser aus als sie selber. Haben wir hier Dr. Zoidberg. Ja, den ich ja immer noch gerne, aber es reicht eben noch nicht. Es reicht noch nicht von den Punkten her. Highschool Bill, Cuddles, also von den Gems her. Cuddles, Goggles, Cat und Lois Griffin. Sonst hätte ich mir dieses Pack auf jeden Fall geholt. 20 Euro, 2000 Gems.
Ja, dann haben wir hier nach wie vor diese New Brian Box mit Falconer Haley, New Brian Goggles, Cat Cuddles, Bill Daugherty und Hank Hill. Ist auf jeden Fall auch eine geile Box. Und dann sind wir auch schon hier bei der Meisterschaft angelangt. Und oh, ich habe noch gar nicht geguckt. Ich weiß es noch nicht. Whiskey Drunk Brian. Jetzt muss ich erst mal schauen. Whiskey Drunk Brian. Jetzt habe ich echt einen Fehler gemacht, ne? Jetzt habe ich echt einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich noch gar nicht nach den Kombos geguckt. Jetzt müssen wir erst einmal die Kombos mit reinnehmen. So, so, so. Und dann fangen wir mit der ersten Kombo an. Das ist der Whiskey Drunk Brian. So, Combo Mastery. Da ist er. Ist alles total wieder verschoben hier irgendwo. So, da muss er rüber. Das ist ein Brian eben mit Alkoholkarten. Hier zum Beispiel mit der Alamo Beer. Hier mit der Powtucket Patriot Ale. Und das ist schon nicht schlecht, ne? Also hier 22-fach Punch und 24-fach Leech. Der ist schon ganz cool. Aber 500 Gems würde ich trotzdem nicht dafür ausgeben wollen. Hier auch mit Absinth möglich, 1821. Oder mit dem Malteser Likör, auch ganz cool. Ja, das ist der Whiskey Drunk Brian. Wer ihn hat und zu viele Gems übrig, der... Oh, ist das euer Ernst? Der kann gerne mal da reinschauen. So, dann haben wir den Gamer. Also, beziehungsweise kann sich die Combo Mastery gerne holen. So, dann haben wir hier den Gamer Chris und auch das ist jetzt eine mega spannende Combo. Das ist nämlich mit Gamer-Karten, mit Propane, Burger Boss, Moms, Homestyle, X-Cube und Gamer. Und tatsächlich alles bis auf den Burger Boss. Nur graue Karten. Wireless Audio Transmitter haben sie nicht mit reingenommen. Und dann kommt da in der Gamer Chris raus und ja. So wie die Karte aussieht, so wie der Chris aussieht, so stark ist die auch, nehme ich gar nicht. Gut, so, Gamer Chris, das lohnt sich nun wirklich nicht. Dann haben wir hier den Taxidermy Artist. Und das ist eine Peggy. Eine Peggy mit Kunstkarten. Dann haben wir hier Peggy mit Peter's Drawing zum Beispiel. Dann kommt da hinten eine... Ja, relativ defensive Karte raus mit einem Mäuerchen, einem schon guten Mäuerchen, mit Motivieren, 15-fach Motivieren nach rechts und links ist schon ganz stark, muss ich sagen, und mit 19 Leben, die du mit hinzubekommst, wenn eine Combo gespielt wird. Das Ganze, ja, hier mit Miguel möglich, mit Ghost Boy, mit Mr. Twilly. Ja, ist halt eine defensive Combo und ihr wisst, wie ich dazu stehe. Bin ich jetzt nicht der Mega-Fan von, aber ja, ihr müsst es an euer Spiel anpassen, je nachdem. Und hier kommt er wieder, der Denker-Affe. Ist interessant, der war jetzt auch schon ein paar Mal da gewesen. Mal ursprünglich eine richtig geile Combo gewesen, muss ich ehrlich sagen. Und inzwischen ist die einigermaßen, ja, ich sag jetzt, sie ist nicht schlecht, aber sie ist jetzt auch nicht mehr der Oberbringer. Das Einzige hier gibt's die halt mit Dr. Amy Wong da noch, ne, Vitruvianischen, das ist jetzt eine Kombo, die müssen wir wirklich maxen, sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn, da wissen wir nämlich sonst gar nicht, was da Sache ist hier. 15er Mauer, 18 Punch, 11 Motivieren, 23, 54, ist schon stark. Hier mit Bass Saw, das ist wahrscheinlich eine der stärksten Kombos. Jetzt hat die Kamera mich wieder nicht. Ja, jetzt hat sie mich wieder. Bass Saw, wahrscheinlich eine der stärksten Kombos mit der Bass Saw, mit der Kreissäge. Kommt dann raus, 16er Mauer, 19-fach Punch, 11-fach Motivieren. Die ist schon nicht schlecht, aber... Also wenn einer die Bassor spielt und tatsächlich die Dr. Amy Wong im Deck hat, dann kann man sich das überlegen, ob man die sich holt. Ja, gibt deutlich viel stärkere Kombos. Ist nicht eine der schlechtesten, aber ich halte halt von der Bassor im Moment nicht so viel.
So, was hat er denn? Er hat momentan echt hier ganz schön Probleme, mein Waschbär. So, also wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat, dann würde ich mich natürlich riesigst, riesigst, riesigst über einen Daumen nach oben freuen. Ja, schreibt mir was in die Kommentare. Ihr seht ja, ich liebe eure Kommentare. Ich liebe es auch, darauf zu antworten. Macht mir riesig Spaß. Jedes Mal, wenn ich da reingucke und geil, kommen auch mal neue Namen mit hinzu. Und ich freue mich riesig. Und dann abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan haben solltet. Und läutet die Glocke und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Roadrun. Mit mir dann gleich. Haut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss.